Ja, und damit vielen herzlichen Dank, Jan und Sven, für diese Einleitung. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf, diesen Vortrag hier zu halten. Leider, leider ist er ja nicht live, sondern ich habe ihn aufgezeichnet. Aber heute Abend, 17.15 Uhr, wollen wir das Ganze nachholen. Da bin ich dann wieder live dabei und dann wollen wir uns auch wirklich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Jetzt gibt es einen Rundumschlag über alle Funktionen bzw. die Möglichkeiten, solche Messenger-Dienste auch einzusetzen. Ich habe mich etwas konzentriert auf WhatsApp, weil hier ganz, ganz große Möglichkeiten drinstecken und die möchte ich Ihnen heute zeigen. Das heißt also, wie funktionieren solche Messenger-Dienste als Vorstufe zum Telefonat? Wie komme ich da eigentlich hin? Denn ich glaube, dass wir hier noch ganz, ganz großes Potenzial haben und dass wir hier Zeit sparen können. Wir können Kunden qualifizieren und vor allem, wir können sie binden in der Nachkommunikation. Auch hier wieder die Frage, ist es für die Vermarktung oder ist es eben für beispielsweise die Akquise? Da müssen wir uns grundsätzliche Gedanken darüber machen. Nochmal der Hinweis, 17.15 Uhr circa, ja, wird es heute noch einen dreiviertelstündigen Workshop geben mit mir zusammen und Sven Jons und Jan Kricheldorf. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für die Möglichkeit auch, damit wir diesen Live-Charakter wieder reinbekommen in dieses Thema. Und wir gemeinsam Ihre Fragen beantworten können, weil da eben noch so viel Potenzial drin steckt. Mein Name ist Thomas Brunner. Ich leite Sie also durch die verbleibenden 29 Minuten in dieses Thema. Für mich heute mein Motto, das ich Ihnen mitgebracht habe: Kommunikation und Kundennähe sind der Erfolgsfaktor im Umgang mit unseren Kunden und Interessenten. Je mehr direkte Touchpoints, desto weniger Umwege. Also, gerade Kundennähe ist für heute elementar wichtig. Wir sind wieder in einer Phase, wo wir wegkommen von Digitalisierung. Auch wenn das ein Digitalisierungspaket ist, was ich Ihnen heute anbiete, hat etwas mit Digitalisierung zu tun. Aber diese Kanäle können wir nutzen, um Kundennähe aufzubauen, um Beziehungen aufzubauen und das über möglichst viele Touchpoints hinweg. Also nicht nur Homepage, nicht nur die Portale, sondern eben auch die Kommunikationskanäle. Je weniger Umwege wir den Leuten geben, desto besser ist der Informationsfluss. Die Kontaktanbahnung in solchen, ja, mit solchen Tools wollen wir uns mal genauer anschauen. Anno Knips, heute würde man so das empfinden, ja, dass das schon so ewig lange her ist, dass unsere Interessenten am Samstag die Zeitung gekauft haben, im Café saßen und dann die Nummern rausgesucht haben, wo sie dann anrufen am Samstag. Diese Zeiten sind zum Glück, leider, je nachdem, sie sind vorbei. Die Zeitung ist zwar nach wie vor interessant und lassen Sie sich bitte nicht einreden, dass Print tot sei. Ganz im Gegenteil. Ja, ich bin ja immer noch einer der Kämpfer und Verfechter für die Zeitung, aber natürlich im reinen Online-Marketing ist nun mal die Homepage das Tool, der Dreh- und Angelpunkt. Und ich denke, Jan wird gerade nicken, wenn ich sage, das wichtigste Gut, das wir heute haben, ist die Homepage. Es ist nicht wichtiger als Facebook, es ist nicht wichtiger als WhatsApp, es ist nicht wichtig. Wichtig ist die Homepage, denn das ist die Quelle der Informationen. Ja, und der Interessent hat dann irgendwie mal den Bezug zu Google gefunden und weiß jetzt auch, dass man bei Google unheimlich viel finden und suchen kann oder eben viel suchen kann und viel finden kann. Google ist quasi die Quelle der Suche und er kommt auf unsere Homepage, das ist die Quelle der Informationen. Und dann würde er, zumindest war das damals so, als die Homepages aufkamen, würde er dann unser viel umsagenumwobenes Kontaktformular nutzen, das irgendwo versteckt, ach da, Klick ist. Ja? Und deswegen auch dieser Fluss, den ich Ihnen über diese Dicke der Pfeile mal dargestellt habe. Viele Menschen kommen auf die Homepage, ganz wenige lösen einen Kontakt aus. Warum ist das so? Diese Frage stellen wir uns schon immer, weil es halt einfach nicht barrierefrei ist, weil es nicht dem Status quo sozusagen entspricht, wie man heute Kontakt miteinander auslöst. Dann kam ja irgendwann mal, kam dann Facebook noch mit dazu. Hey, cool, da gibt es einen Social Media Kanal. Mal gucken, was das ist. Tom Brunner hat gesagt, das geht in Ordnung, das solltet ihr mal machen. Ja, sind viele auf diesen Zug aufgesprungen. Anfangs war das noch nicht so komfortabel wie heute. Ja, da hat man dann auch versucht, die Leute von Facebook auf die eigene Homepage zu bringen, um dort einen Kontakt auszulösen. Ja, auch das war jetzt mit mäßigem Erfolg. Ja, viele haben weitergemacht, ist ja auch richtig so, ja, konsequent weiterführen und die haben ja auch heute einen immensen Vorsprung, was die Nutzung von Facebook angeht. Dann kam irgendwann
dieser Messenger mit dazu. Ja, das heißt also, die müssen ja gar nicht mehr über meine Homepage gehen, sondern die können jetzt direkt mir eine Nachricht schreiben. Ja, das ging dann über den Messenger und so kam die Information an der Homepage vorbei, direkt zu mir in meinen E-Mail-Kanal oder in den Messenger eben. Ja, also die Homepage, ja, nimmt so den Kontaktfluss ein bisschen raus. Also das heißt, über die Social-Media-Kanäle ist die Homepage jetzt nicht mehr so arg im Zentrum, wie es vielleicht vorher mal war. Sie ist immer noch im Zentrum und sie ist immer noch wichtig. Aber die Kommunikation läuft über andere Kanäle. Ich gehe jetzt mal weg von Exposé-Anfragen oder solchen Geschichten, ja, sondern eher wirklich, lieber Makler, möchtest du meine Immobilie vermarkten? Oder hast du die Möglichkeit, mir bei der Grundsteuer zu helfen? Ja? Großes Thema, nach wie vor. Ja? Bitte befassen Sie sich damit. Ab 1.8. wird das Ding richtig heiß. Also Grundsteuer. Dann irgendwann kam Instagram mit dazu. Ja? Also auch nochmal ein Kommunikationskanal. Und das Ganze gebündelt in dem Messenger. Und so habe ich also hier die Möglichkeit, unterschiedliche Menschen auch anzusprechen und die dann kanalisiert zu mir rüberzuziehen auf meine, wie auch immer geartetes Kontaktformular auf die Homepage oder eben direkt im Messenger. Überhaupt kein Problem. Ja, und dann eben unser Kanal, über den wir uns heute ein bisschen mehr unterhalten wollen, nämlich WhatsApp. WhatsApp haben wir, nicht sträflich vernachlässigt, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass da noch mehr Potenzial drinsteckt. Wir aber bisher natürlich uns die Finger nicht verbrennen wollten, weil es ja so ein rechtlich schwieriges Thema ist. Ist es immer noch. Ja, und auch Sven Jons wird sicherlich jetzt dann gleich im Chat nochmal die ein oder andere Frage beantworten, die Sie rein aus rechtlicher Sicht haben. Aber WhatsApp bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, viel mehr als Facebook oder Instagram oder irgendein anderer Social-Media-Kanal. Das heißt also auch hier an der Homepage vorbei kommt die Information zu mir auf mein Telefon und auch wieder zurück in das Telefon des anderen. Und das macht die ganze Sache so interessant. Wir haben Messenger-Dienste über diese Kommunikationskanäle, also Kommunikationskanäle sind Facebook, Instagram, WhatsApp, von mir aus Twitter, von mir aus noch alles andere, was Sie so an Kommunikationskanälen kennen. Aber, und da wird es jetzt interessant, die Kommunikation findet in diesem Fall direkt auf dem Telefon statt. Das bedeutet, jemand schreibt Ihnen eine WhatsApp und die landet bei Ihnen auf dem Telefon. Da, wo Sie sowieso die Information immer parat haben. Nicht auf dem Desktop, den Sie morgens hochfahren. Oh, da ist ja eine Nachricht. Sondern direkt auf dem Telefon, das Sie eigentlich ständig dabei haben. Wenn Sie heute Ihr Telefon vergessen, was machen Sie? Sie fahren 2 Minuten zurück, um das Telefon aus dem Geschäft zu holen. Weil es elementar mittlerweile wichtig ist, ähnlich wie Brille oder Schlüssel. Das heißt also, die Kommunikation findet direkt auf dem Telefon statt. Aber Achtung, das hat natürlich auch so seine Schwierigkeit. Ja? Bedeutet, komme ich gleich nochmal drauf, bedeutet unser Interessent über WhatsApp zu mir direkt auf mein Telefon und ich per Telefon direkt zum Interessenten. Weil an dieser WhatsApp hängt eine Telefonnummer dran. Keine E-Mail, ja, die man mal überlesen könnte oder die im Spam landet oder sowas. Ja? Sondern direkt kann ich den Menschen anrufen mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Ja? Das habe ich das letzte Mal gefunden, schauen Sie mal hin, das war im Jahr 2014, ja, Twitter ist mir zu textlastig, sagt Olivia 17, ja, die heute 8 Jahre älter ist, also 25, die wahrscheinlich TikTok mittlerweile nutzt. Ja, also auch unheimlich spannend, wie sich Kommunikation verändert und das mal so nur als Zukunftsthema, wo wir uns vielleicht in der Digicon 6.0 drüber unterhalten wollen, ja. Was ist das denn eigentlich, dieses TikTok? Welche Revolution hat das ausgelöst, von der wir eigentlich noch gar nichts mitbekommen haben, wir als Makler? Aber das ist unheimlich spannend, was da in der Informationsverteilung noch an Potenzial drinsteckt. Kommen wir zurück zu unserem Thema WhatsApp. Je mehr Touchpoints, desto weniger Umwege. Also bedeutet, wir müssen die Leute nicht mehr auf unsere Homepage schicken oder von einer Information zu Facebook oder zu Instagram, wo sie dann den Kontakt irgendwie auslösen müssen oder wie auch immer, sondern wir nutzen einen Messenger-Dienst, der ja, von allen genutzt wird. Ja, ist der beliebteste Messenger-Dienst. Ich könnte jetzt noch viel über Facebook noch erzählen oder auch Instagram über den Messenger, was man damit eigentlich alles machen kann. Können Sie auch Videochats beispielsweise machen. Sie können Dateien hin und her schicken. Der ist auch nicht so schlecht, aber das ist so ähnlich wie die Nutzung von Google und Bing.
Ja, wenn ich heute sage, optimieren Sie bitte Ihre Website auf Google, ja, dann kommen wieder so vereinzelte Fragen, ja, aber was ist denn mit Bing? Naja, da bewegt sich halt kaum einer. Ja, also wenn ich als Unternehmer einen Kommunikationsfluss sehe, der zu 90% über WhatsApp kommt, ja, wo gehe ich denn dann dahin? Ja, dann gehe ich genau dahin. Ich lasse meine Emotionen raus, meine persönlichen Befindlichkeiten, sondern denke als Unternehmer und sage, wenn da meine Kunden sind, dann habe ich doch da das größte Potenzial, diese Menschen auch zu erreichen. Entweder zufällig oder eben auch direkt. Der Facebook Messenger immerhin noch mit 38% mit dabei. Ja, und von Skype auch nochmal das ein oder andere. Die Quelle da unten drunter sehe ich gerade, stimmt nicht, sondern es ist Statista aus dem Jahr 2022, die Quellenangabe da unten. Die habe ich anscheinend falsch gemacht, die mache ich dann aber im Handout, verbessere ich das. Und vor allem, wir haben innerhalb dieser WhatsApp-Nutzung die gesamte Altersstruktur vertreten. Also nicht so wie bei Facebook, ja, die ältere Generation und bei Instagram die ganz junge Generation und TikTok noch ein bisschen jünger oder wieder anders, ja, sondern wir haben sie alle abgebildet auf diesem Kanal. Deswegen macht es doch Sinn, dass ich WhatsApp so in meine Kommunikation einbinde, dass ich die Leute nicht auf das Kontaktformular meiner Homepage schicke, sondern dass ich sie auf meine Telefonnummer sende. Ja, dass ich sage, hier hast du meine Telefonnummer oder hier hast du einen WhatsApp-Button, klicke da drauf und dann kannst du direkt eine WhatsApp schreiben. Ja, über den Desktop haben Sie sicherlich recht, da ist das nicht so einfach. Das geht prinzipiell auch. Aber schauen Sie sich doch mal Ihre Zugriffszahlen von Ihren Homepages an. 80-90%, vielleicht sogar noch mehr des Traffics, wird mittlerweile über mobile Endgeräte ausgelöst. Das heißt also, die Suche beginnt bei Google, geht zu Google Maps, die gucken sich an, wo sind sie denn eigentlich, drück auf Webseite, sie kommen auf die Website, gucken sich die Objekte an und wollen dann natürlich auch den Kontakt auslösen. Ganz klar, ja. Und das machen die quasi in diesem Umfeld dieser WhatsApp-Ökologie, ja, sage ich jetzt mal. Ja, und das macht es so unheimlich spannend für uns als Makler, hier direkt präsent zu sein und den Menschen unsere Leistung auch anzubieten. Es hat viele Chancen, ja, gebe ich zu, aber auch die ein oder andere Risiko, das dahinter steckt. Für mich als Kunde ist WhatsApp genial. Es ist mein bevorzugter Kommunikationskanal. Ich bin da sowieso. Ich chatte schnell, einfach direkt mit Freunden. Wir bilden Gruppen. Wir teilen wahnsinnig schnell Informationen aus. Und vor allem, wenn diese Benachrichtigung auf meinem Handy aufploppt, dann lässt man sofort alles liegen und guckt auf dieses Display. Ja? Das heißt also, man erreicht auch die Menschen genau da, wo sie ja auch die Informationen wünschen, auf ihrem Telefon. Ja? Ich kann auch direkt kommunizieren, habe ich auch schon gemacht. Ich habe quasi eine Service-Hotline quasi angeschrieben. Das war ganz interessant und da kam auch ein schönes Ergebnis dabei raus, also von daher ganz gut. Da unten drunter sehe ich ja noch hier Verbindlichkeit, ja, oder Geschwindigkeit. Ja, ich bin Vespa-Fan und musste das letzte Mal Ersatzteile bestellen. Hab dann da die quasi per WhatsApp bestellt. Ja, klar, man ist bekannt. Ja, ich weiß auch, was ich alles bestellen muss. Ich muss da jetzt nicht unbedingt eine Artikelnummer oder sonst irgendwas, sondern ich schreibe halt rein, braucht das und das, das. Ja, dann kommt das Bild zurück von dem Produkt und dann sage ich, jo, das möchte ich gerne haben und dann zack, wird die Bestellung ausgelöst. Ja, und vor allem, es ist ja verbindlich, weil ich habe ja den Chatverlauf noch. Ja, und da steht genau drin, was ich eigentlich gemacht habe. Mit Datum, mit Uhrzeit. Und auch das hilft mir natürlich als Unternehmer, wir kommen gleich nochmal drauf, aber als Unternehmer, diese Daten dann zu verwenden in meiner CRM, sodass ich also auch nachvollziehen kann, wann hat welcher Kunde nachgefragt und was habe ich wann wem geschickt, entweder per E-Mail oder eben per WhatsApp. WhatsApp wird zunehmend wichtiger und wird auch quasi in Ihre CRMs eingebunden. Also egal, welche Sie verwenden, in naher Zukunft wird dort auch eine Anbindung an WhatsApp sein. Sie können Dokumente, also ich als Endnutzer kann Dokumente verschicken. Ich kann mit meinem Versicherungsmann kann ich dort irgendwelche Bilder schicken, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder was auch immer. Da brauche ich kein großes Portal mehr, sondern einfach direkt per WhatsApp. Für mich als Unternehmer ist WhatsApp wahnsinnig wichtig, weil es nutzt fast jeder. 90% nutzen WhatsApp und tatsächlich ist es auch so, dass man sich um eine WhatsApp irgendwie schneller kümmert als über eine E-Mail. Ja, und da kann man also relativ kurzfristig und sehr schnell auch antworten und Fragen beantworten. Vielleicht noch ein bisschen automatisieren, das macht schon Sinn. Automatische Antworten,
Kurzantworten, einen Katalog, den ich verschicken kann. Ich brauche gar nicht mehr großartige Verlinkungen zu verschicken von meiner Homepage dann in WhatsApp, sondern ich habe meine Immobilien als Katalog in WhatsApp hinterlegt und kann dann sagen, hey, lieber Herr Brunner, ich habe da noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die würde genau auf Ihren Bedarf passen. Ja, darf ich es Ihnen anbieten? Ja, nein, zack, klickt er natürlich ein Ja zurück und schon schicke ich ihm dann entsprechend diesen Katalogeintrag. Und dieser Katalogeintrag, der öffnet sich dann bei dem, dann steht unten mehr Informationen anfordern. Wo kommt er raus? Genau, auf der eigenen Homepage. Und von dort aus kann er dann den Kontakt auslösen. Das Ganze geht wieder in der CRM. Dann wird das Exposé verschickt. Wir haben wieder die ganze Nachweispflicht bzw. Widerrufsbelehrung etc. etc. Und somit habe ich einen schönen, sauberen Prozess entworfen, der mir relativ wenig Zeit kostet und eine beste Kundenbindung im Endeffekt bietet, weil ich es ausgelöst habe über das Telefon, über eine ganz schwache oder ganz flache Ebene. Das heißt also, ich hier barrierefrei gearbeitet habe. Da haben wir die Automatisierung, dann haben wir die Tonalität. Ja, da beschimpft sich keiner bei WhatsApp. Also das ist mir noch nie passiert, dass wir da irgendwie einen Shitstorm ausgelöst hätten oder so. Ja, die Kollegen, Mitarbeiter auch im Backoffice, die finden das cool. Ja, weil es ist ein gewohnter Gang mit WhatsApp. Ja, und die nutzen aber WhatsApp nicht als Telefon, sondern sie nutzen es auf dem Desktop. Komme ich gleich nochmal drauf. Ja? Und vor allem, es ist ein Kundenbindungsinstrument, weil Sie als Makler in der Kundenliste Ihres Interessenten drin sind. Ja? Das heißt also, Sie gehören zum engsten Kreis Ihrer Kunden, wenn Sie bei WhatsApp mit drin sind. Da wird jetzt der ein oder andere die Nase rümpfen, da bin ich auch absolut bei Ihnen. Ja? Denn WhatsApp oder auch damals die SMS, ich kann mich noch erinnern, damals habe ich noch bei Immowelt gearbeitet, wir haben für Makler 2000 haben wir diese SMS-Funktion eingeführt oder war es damals schon die Estate Office, ja, da konnte man SMSen verschicken. Da waren schon die ersten dabei, die gesagt haben, ja, das ist aber ein intimes, privates Umfeld, in das ich hier eindringe. Ja, das stimmt. Hier dürfen wir mal Emotionen mal wirklich zulassen. Hier sollten Sie als Unternehmer auch entscheiden, will ich das? Kann ich das in einem Streitgespräch auch wirklich argumentieren, dass ich ihm jetzt eine WhatsApp geschickt habe, aufgrund eines Kontakts? Ja? Das heißt also, hier gibt es Berührungsängste mit Unternehmensinformationen. Hier müssen Sie als Unternehmer entscheiden, möchte ich das meinem Kunden zumuten, ja oder nein? Ja? Wenn Sie sich dann entschieden haben zu sagen, ja, dann müssen Sie auf jeden Fall weiterlaufen und müssen diesen Gang, diesen Prozess erweitern und für sich auch wirklich nutzen und gut machen, sage ich jetzt mal. Generell gilt natürlich, wenn Sie Nachrichten schicken, bitte nicht zu viel. Also bei den Social-Media-Kanälen sagt man ja, man soll 1 bis 3 Mal pro Tag etwas posten. Ja, das müssen Sie jetzt bei WhatsApp nicht machen. Pflegen Sie Ihren Katalog und schauen Sie, dass Sie Ihren Status immer wieder neu einpflegen. Da machen Sie schon richtig viel richtig, sagen wir es mal so. Und wenn Sie dann noch über Broadcasts solche Newsletter verschicken, es gibt ja keinen Newsletter-Versand bei WhatsApp, sondern da bildet man Broadcasts und jeder Kunde bekommt quasi die gleiche Information. Aber es sieht so aus, als würde er sie exklusiv bekommen. Würden wir heute Abend nochmal klären, da reicht mir jetzt gerade die Zeit nicht dafür aus. Ja? Also, Frequenz der Nachrichten nicht übertreiben. Schauen Sie auch bitte, wann senden Sie diese Nachricht? 23.30 Uhr? Könnte schwierig sein, wenn Sie die Menschen gerade erreichen, wenn Sie ins Bett gehen. Ja, dann macht das Handy piep, 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 was auch immer, welches Telefon es ist. Ja, und da könnte es sein, dass Sie jemanden nerven und da so ein bisschen ein Negativgefühl auslösen. Und vor allem, wann Sie schreiben, wann Sie es absenden, sind Sie schon fertig mit dem Schreiben oder wollen Sie noch eine Information nachschießen? Ja, mir auch schon passiert, ich habe einen Text geschrieben, der war eh schon relativ lang. Drücke auf Absenden und ich habe dann quasi nochmal im Text nochmal was nachgeschickt, was aber auch nochmal länger gedauert hat. In der Zwischenzeit hat aber der Kunde geantwortet und so kommt es dann zu einer zu einem Missverständnis eventuell. Also, wenn Sie Textblöcke schreiben, dann bitte gemeinsam und vor allem nutzen Sie die Apps richtig, dann passiert Ihnen sowas auch nicht. Wenn Sie möchten, Sie müssen es nicht, aber wenn Sie möchten, dann können Sie Emojis dazu verwenden, aber bitte nicht so irgendwelche, was auch immer, sondern wirklich irgendwelche Grinsegesichter oder Daumen nach oben oder was auch immer, um einfach dem Text ein bisschen Emotion mitzugeben, damit es besser verständlich ist.
Und vor allem bitte, bitte, bitte bei Ihren Kunden keine ellenlangen Nachrichten sprechen, sondern es reicht vollkommen aus, wenn Sie das ganz kurz machen. Aber so lange Dinge bitte nicht einfach so übermitteln. Es gibt eine Diktierfunktion bei WhatsApp, das heißt also, Sie sprechen es rein und dann wird es als Text übersetzt. Das wäre dann eher zu empfehlen. Wir wollen ja schließlich über WhatsApp informieren und nicht spammen oder dann irgendwelche Kommentare zurückbekommen. Bitte hören Sie auf mit der Information. Ja, wir wollen nicht abschrecken, sondern wir wollen positiv wahrgenommen werden. Haben Sie Ihre Entscheidung gefällt? Ja, ist das jetzt ein gutes Ding für Sie? Aber der Herr Brunner hat noch gar nichts über die rechtlichen Grundlagen gesagt. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir erstmal so die grundlegende Sache geklärt, ja, über die Messenger-Dienste Kontakt auszulösen, ja, dass wir den bekommen. Und jetzt müssen wir um den Rest kümmern. Ja? Machen wir weiter, denn WhatsApp, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem im datenschutzrechtlichen Hintergrund. Das kann uns sicherlich Sven Jons nochmal genauer erklären. Ich möchte heute gar nicht mehr in die Tiefe darauf eingehen. Was Sie sich behalten sollten, ist, ja, es gibt ein Datenschutzproblem. Und vor allem immer dann, wenn ich im Erstkontakt jemanden anschreiben möchte. Und genau das sollten Sie bitte nicht tun. Jetzt kommt eine Empfehlung mit einem ganz großen Sternchen unten dran und einem ganz kleinen Hinweistext da unten drunter. Bitte, wenn Sie Fragen haben, rechtliche Fragen, entweder jetzt stellen, Sven Jons beantwortet sie parallel dazu, oder Sie kommen um 17.15 Uhr wieder zu unserem Workshop mit rein, circa 17.15 Uhr. Da wollen wir natürlich auch die rechtlichen Grundlagen noch ein bisschen besprechen. Sven Jons ist ja mit dabei, Jan Kricheldorf. Und wir können uns da mal so eine gemeinsame Strategie auch mal erarbeiten und gucken, was kann man denn da eigentlich machen? Wie kann ich das im Idealfall einsetzen, damit ich WhatsApp perfekt in meine Unternehmenskommunikation einbinden kann? Also, eine Top-Empfehlung, also die Empfehlung, die man eigentlich aussprechen sollte, nutzen Sie ein eigenes WhatsApp-Handy. Dieses WhatsApp-Handy hat dann eine Telefonnummer. Dieses Handy verbleibt im Unternehmen und es ist die reine Kommunikation über WhatsApp. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mehrere Mitarbeiter hat oder mehrere Telefone, dass man dann das versucht, als einzelne WhatsApp-Nummer zu nehmen, ein bisschen schwierig. Ja? Generell gilt aber, Sie sollten versuchen, dass das Kontakt oder ihr Adressbuch sozusagen so sauber wie möglich zu halten und keine privaten Kontakte dort mit reinzunehmen. Generell gilt, Sie schreiben niemandem im Erstkontakt an. Sie bekommen von jemandem eine Telefonnummer, eine Handynummer. Sie werden dort nicht hinschreiben. Nein, Sie werden sich anschreiben lassen. Das heißt also immer passiv bleiben. Sie bieten überall diese Touchpoints an. Die Leute können Sie auch anschreiben. Aber bitte, bitte, wenn Sie eine Telefonnummer bekommen, nicht die Leute direkt anschreiben. Selbst wenn Sie einfach nur einen Termin absagen wollen oder dass Sie zu spät kommen, keine WhatsApp schicken, immer eine SMS im Erstkontakt. Ja? Damit diese Datenschutzfalle bei Ihnen nicht zuschnappt. Generell gilt dann, wenn der Kunde uns schon angeschrieben hat, dann hat er auch den AGBs von WhatsApp entsprochen und hat quasi erweist, dass es da zu einem Datenaustausch kommt. Und wenn er sie dann angeschrieben hat, dann können Sie natürlich aktiv Ihre Kunden anschreiben. Und natürlich auch alles abspeichern und verwenden natürlich für die Maßnahmen im Vertragswesen. Wie man die App richtig nutzt, machen wir nachher, aber Sie sollten die richtige App nutzen. Ja, die richtige App ist elementar wichtig für den Einsatz von WhatsApp und natürlich auch anderen Messenger-Diensten, aber wir wollen uns heute mal auf WhatsApp konzentrieren. Falls Sie für Ihre Kommunikation die klassische WhatsApp-Variante verwenden, bitte, bitte nicht mehr tun. Ja, hier haben Sie keine datenschutzrechtlichen Grundlagen. Sie haben quasi auch private Kontakte, die untereinander ausgetauscht werden. Bitte machen Sie das nicht. In dem Fall sollten Sie WhatsApp Business drüber installieren. Es gibt eine andere App, die heißt WhatsApp Business App. Und mit dieser App können Sie quasi tatsächlich so ein bisschen den Datenschutz klären. Sie sehen das hier in der Mitte. Ja, da steht auch hier WhatsApp AGBs, Datenschutz mit dem Ausrufezeichen. Man kriegt das hin über einen kleinen Trick. Zeige ich Ihnen aber dann heute Abend. Das nächste wäre dann die WhatsApp Business Solution, die API. Ja, die ist aber recht teuer, beziehungsweise das ist ein bisschen komplizierter, wäre jetzt für uns als KMU oder als kleiner Unternehmer nicht so relevant.
Die App gibt es überall. Die können Sie also in jedem App Store sozusagen herunterladen. Es ist ein Upgrade. Wenn Sie diese Version jetzt verwenden wollen, dann als Upgrade. Das heißt also, die bügelt sich einfach über WhatsApp drüber. Es schaut alles genauso aus wie vorher. Also alle Chats bleiben bestehen, alle Kontakte bleiben da. Es verändert sich nur im oberen Bereich der Teil, wo Sie auch tatsächlich Ihre Informationen und Unternehmensdaten reinschauen. Jetzt kommt die Sonne raus. Das ist natürlich echt super. Das freut mich aber eigentlich nicht in diesem Moment. Alles bleibt bestehen. Der Funktionsumfang ist größer. Wir können als Unternehmen uns jetzt selbst präsentieren. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir Unternehmensinformationen reinschreiben können, das Impressum, wir können das Datenschutzerklärung mit dazu nehmen und so weiter und so fort. Wir können einen Katalog eröffnen und so weiter und so fort. Aber, und jetzt die richtige WhatsApp-Variante nutzen, ja, WhatsApp Business und B, bitte die WhatsApp Web-App. Das bedeutet, Sie können auf Ihrem Desktop können Sie auch WhatsApp verwenden, für diejenigen, die es noch nicht wussten. Ja, das heißt also, dieses unkomplizierte und nicht so schöne Tippseln auf dem Computer, das entfällt. Und Sie können also da jetzt besser tippen und mehr Informationen mit reingeben. Das heißt also, über den Browser kann man das abgerufen werden, es wird dann installiert. Sie können auch eine App installieren auf Ihrem Windows-Rechner, wenn Sie möchten, also ein richtiges Programm. Und das können Sie dann starten und dann wird die Verbindung mit dem Telefon hergestellt. Aber bitte nur im gleichen WLAN, es geht nicht über mobil. Gibt sicherlich Möglichkeiten und Tricks, wie man das machen kann, aber erstmal in der klassischen Variante bleibt das so. Ja? Und dann können Sie quasi auch tatsächlich dann diese Informationen, ja, können Sie richtig auf der Tastatur schnell, schön schreiben. Ja? Und vor allem, Sie können dann über Copy and Paste die Informationen auch in Ihre CRM übertragen. Aber da wird es eine Neuerung geben, da wird es sicherlich bald neue Funktionen auch innerhalb Ihrer Software geben, wo WhatsApp etwas besser eingebunden ist. Ja, und welche Nummer soll ich jetzt verwenden, Herr Brunner? Ich habe nur diese eine Telefonnummer, soll ich mit der jetzt weiterarbeiten oder brauche ich jetzt ein zweites Telefon? Nun ja, man kann WhatsApp Business auch parallel betreiben. Das heißt also, WhatsApp Business wird als zweite Nummer auf Ihrem Telefon installiert. Dazu brauchen Sie kein Dualband-Handy, sondern Sie nehmen einfach nur Ihre Festnetznummer. Sie können tatsächlich die zweite Variante, also WhatsApp Business, können Sie parallel installieren, aber dann mit einer anderen Verifizierungsnummer. Das könnte beispielsweise Ihre Festnetznummer sein. So kann ich also auch WhatsApp Business quasi mit meinen Kunden gemeinsam nutzen und die schicken mir halt dann auf die Festnetznummer quasi dann ihre Nachrichten. Ja? Aber das muss in der Kommunikation klar geregelt sein, dass das jetzt eine Festnetznummer ist. Ja? Generell gilt es halt so, wenn Sie jetzt WhatsApp beispielsweise einschränken wollen würden, also keinen Zugriff auf Kontakte zum Beispiel, das kann man alles einstellen. Man kann vieles einstellen, sodass also WhatsApp nicht auf die Kontakte eingreift. Dann ist es aber eben nicht mehr möglich, solche Gruppen oder Broadcasts zu erstellen. Also dann schrumpft der Funktionsumfang. Das ist halt leider etwas, was man schlucken muss. Bitte, bitte, wenn Sie mit WhatsApp arbeiten, das wird halt sehr, sehr gerne vergessen, ja, ist die Datenschutzerklärung. Sven Jung sagt jetzt bestimmt auch, ja, Tom, das ist richtig. Ja, wir brauchen auch dafür eine Datenschutzerklärung, die mit eingebaut werden muss. Ansonsten tappen Sie in die Datenschutzfalle. Hier mal eine, die habe ich irgendwo gefunden, die habe ich jetzt hier mal reinkopiert und Sie sehen auch unten drunter dieser Text ohne rechtliche Prüfung. Dann habe ich von einem Kollegen, mit dem ich mich sehr intensiv mit WhatsApp auseinandersetze, mit Michael Elbs, habe ich hier nochmal seine Datenschutzerklärung rausgezogen. Da hat Sven sicherlich nochmal die ein oder anderen Tipp und hat vielleicht auch in seinem Bereich ebenfalls eine Datenschutzerklärung, die er vielleicht sogar zur Verfügung stellen kann. Aber auch das wollen wir klären. 17.15 Uhr heute Nachmittag, weil wie gesagt, es ist leider eine Aufzeichnung heute. Aber ich habe es versucht, so dynamisch wie möglich Ihnen zu erzeugen. Und ich bin auch schon wieder zu spät, fast. Ja, ich habe noch 2 Minuten, habe ich noch. Kommunizieren und profitieren, das ist quasi das, wie wir unsere Strategie aufbauen sollten oder wie Sie Ihre Strategie aufbauen sollten. WhatsApp wird vollumfänglich genutzt. Das wäre mein Tipp an Sie. Binden Sie WhatsApp in sämtliche Kommunikationskanäle ein und kommunizieren Sie auch aktiv über den Kanal. Das heißt also, geben Sie Informationen weiter.
Es gäbe noch eine andere Varianz, nämlich nur zum Aufbau der Kommunikation. Das heißt also, hier könnte man sagen, gut, wir bauen so eine Kommunikation auf. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Es freut uns sehr und so weiter und so fort. Und im Laufe der Kommunikation gibt man dann quasi die Kommunikation ab an die Homepage. Ja, das heißt also, es kommt zu konkreten Informationen oder was auch immer. Und dann sagt man vielen herzlichen Dank. Aber weitere Informationen finden Sie dazu auf unserer Homepage oder das Exposé können Sie herunterladen über das Kontaktformular etc. etc. Dritte Varianz, die würde mir nicht so gut schmecken, aber es wäre trotzdem auch eine Möglichkeit, wie man WhatsApp nutzen kann. Ja, WhatsApp nutzen wir, aber wir lehnen jede Kommunikation ab. Wir führen automatisch über eine Textfunktion, also über einen Automatismus, führen wir die Leute auf die Homepage. Und sie sollen da den Kontakt auslösen. Ja? Also drei unterschiedliche Strategien, die man fahren kann. Ich würde Varianz 1 definitiv empfehlen, weil Sie kriegen ja auch immer mehr Übung und das wird auch wirklich, wirklich richtig gut. Oder pflegen Sie auch WhatsApp als Button sozusagen in Ihre Homepage ein und ändern Sie auch Facebook und auch Instagram auf den WhatsApp-Button ab. Das geht, man kann da eine Telefonnummer hinterlegen, sodass also dann nicht mehr über den Messenger kommuniziert wird, sondern über WhatsApp. Für mich ist die Kommunikation über WhatsApp nicht mehr wegzudenken. Deswegen mein 5-Punkte-Handlungsleitfaden für Sie. Entscheiden Sie einfach aufgrund der gesetzlichen Lage, aber auch der emotionalen Lage, ob Sie direkt mit den Menschen kommunizieren wollen, ja, ob Sie WhatsApp als Kommunikationskanal einsetzen möchten. Und nur überlegen Sie sich die richtige Strategie dahinter. Sie kriegen natürlich das nochmal als Handout zur Verfügung, dass Sie sich das nochmal nachlesen können, welche Vorbehalte es vielleicht auch gibt. Fokussieren Sie die passive Kontaktaufnahme, forcieren Sie also diese Kontaktmöglichkeit. Das heißt also, überall wird dieser WhatsApp-Button abgebildet, sodass die Leute auf Sie zukommen, damit ich dann in der Folge mit denen weiterarbeiten kann und auch über die Geschäftsbeziehung hinaus. Legen Sie Ihre aktuellen Angebote im Katalog ab. Das heißt also, jedes Angebot wird auch tatsächlich als Katalog hinterlegt, also als Angebot, und man kann es dort verlinken auf die mobiloptimierte Homepage. Bringen Sie wieder Ihren Status mehr mit ins Boot. Ja, ein bekannter Makler von mir, der macht im Status immer alle 3 Tage, glaube ich, oder alle 4 Tage was Neues. Meistens hat er dann eben auch seine leerstehenden, also seine zu vermarktenden Immobilien gerade, nicht leerstehend, sondern die zu vermarktenden Immobilien in seinem Portfolio, die er dann im Status bringt. Und schauen Sie, dass Sie viele, viele Touchpoints finden, damit die Menschen auf Sie zukommen Sie kontaktieren. Und damit sind meine 30 Minuten rum. Vielen herzlichen Dank, dass Sie diesem Feuerwerk gerade zugehört haben und ich hoffe, dass ich Sie ein kleines Stück zu diesem Thema WhatsApp gebracht habe und wir haben dann nochmal ganz in Ruhe 45 Minuten Zeit, circa 17.15 Uhr, da bin ich dann auch wieder live dabei, da freue ich mich sehr, Ihre Fragen zu beantworten und einfach dieses tägliche Doing noch ein bisschen besser zu erklären. Vielen herzlichen Dank, ich winke wieder in die Kamera, genauso wie auf dem Bild gerade eben und sage alles Gute für Sie, bleiben Sie weiter informiert, bleiben Sie neugierig, denn es passiert unheimlich viel, was marketingtechnisch gerade unterwegs ist, aber auch viele Themen, die meine Kolleginnen und Kollegen hier als Redner Ihnen vortragen. Bis bald und sagen wir mal, bis nachher. Danke.